Die Welt der Outlaw Motorrad Club ist ein gefährliches, aufregendes Reich, das oft von Männern dominiert wird. Es gibt jedoch auch wilde Frauen, die sich einen Namen gemacht haben. Hier sind die 10 gefährlichsten weiblichen Hells Angels und ihre kühnen Geschichten. Sie strahlt eine Aura der Rebellion und Furchtlosigkeit aus. In der Rangliste der Hells Angels, da haben wir es, Nummer 3, Angie Anarchy Anderson. In einer Welt, wo das Chaos die Regel ist und Ordnung oft nur ein weit entfernter Traum, da war Angie eine wahre Rebellin. Sie hat das Chaos nicht nur angenommen, sie ist darin aufgeblüht. Angie wurde im Herzen von Detroit geboren und von jungen Jahren an war sie von der harten Realität des Lebens umgeben. Der Großstadtdschungel war ihr Spielplatz, und das war der Anfang ihrer wilden Reise mit den Hells Angels. Angie war keine, die sich an gesellschaftliche Normen hielt. Sie war eine Anarchistin im Herzen und fand Gefallen an der Vorstellung einer Gesellschaft ohne strenge Regeln, genau das, was die Hells Angels verkörperten. Ihre einzigartige Denkweise und ihre kompromisslose Liebe zum Chaos bescherten ihr den kultigen Spitznamen Anarchie. Angie wurde für ihre Unberechenbarkeit gefeiert. Man konnte nie sicher sein, was sie als nächstes anstellen würde. Ihre Unvorhersehbarkeit machte sie zu einem Joker im Deck, der die ausgefeiltesten Pläne über den Haufen werfen konnte. Dies zeigte sich besonders in ihren Konfrontationen mit rivalisierenden Gangs. Mit ihren unkonventionellen Taktiken und unberechenbaren Manövern ließ sie ihre Gegner oft ratlos und verletzlich zurück. Das brachte den Hells Angels zahlreiche Siege ein. Doch Angie war nicht nur auf dem Schlachtfeld eine Anarchistin. Sie kämpfte auch lautstark für eine Gesellschaft, die sich von den Fesseln der etablierten Ordnung befreien wollte. Sie lief häufiger mit dem Gesetz an und stand im Konflikt mit Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden. Trotz ihres wilden Lebensstils blieb Angie den Hells Angels immer treu. Sie betrachtete den Club als ihre Familie, eine Gruppe Gleichgesinnter, die wie sie die Freiheit liebten und gegen die Regeln aufbegehrten. Diese Loyalität, kombiniert mit ihrer Liebe zur Anarchie, machte Angie Anarchy Anderson zu einer wahren Legende in der Welt der Outlaw-Motorräder. Ihre Geschichte erinnert uns an die ungebremste Unberechenbarkeit dieser Welt, und Angie, nun ja, Angie liebte einfach das pure Chaos.